Previously weighing 248 pounds, his professional record, 32 victories, including 31 knockouts, with only one defeat. Tonight, he comes to the ring prepared to step to the threshold of greatness. From Kiev, Ukraine, the fighter with a PhD, the number one ranked heavyweight contender in the world, the former WBO World Heavyweight Champion, Dr. Iron Fist, Vitaly Klitschko. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white with red letters and officially weighing in at 256 and one half pounds. In 1998, he captured Olympic gold, and now, as a professional, he has a record of 40 victories, including 31 knockouts against two defeats with one draw. And by way of rematch, he is one of the few fighters in boxing history to have defeated every opponent he has ever faced. From London, England, the linear, legitimate, universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause ging, liebe Zuschauer, das ging schon mächtig unter die Haut. Jetzt der letzte Blickkontakt, bevor es losgeht. Good, clean fight, listen to my commands, shake hands and await the bell. Good luck to both. Tiefe, intensive Blicke zwischen Lennox Lewis und Vitaly Klitschko. Es ist genau Ortszeit, 19 Uhr und 36 Minuten. Der Kampf des Jahres kann beginnen. Lennox meets Vitaly. Und die entscheidende Frage wird sein, wie wird der Weltmeister beginnen? Überfallartig oder strategisch mit Kalkül? Zwei so große und so schwere Jungs standen sich in einer Schwergewichtsweltmeisterschaft noch nie gegenüber. Erste Aktion des Weltmeisters. Der versucht hier, Vitaly Klitschko zu beeindrucken, einzuschüchtern. Und Vitaly muss von Beginn an die Führungshand weiter nach oben ziehen, zu weit unten. Ein sehr hektischer Beginn von beiden. Wer kann dann seinen Jab am besten platzieren und damit die Kontrolle des Kampfes übernehmen? Das ist entscheidend. Der Jab entscheidet über den Verlauf des weiteren Gefechts. Klitschko, 6 cm größer. Dennoch keine Reichweitenvorteile für den Mann aus der Ukraine, denn Lewis hat lange Arme. Und er muss die linke höher nehmen, Vitaly Klitschko, sonst bietet er dem Weltmeister ein gern angenommenes Ziel. Er macht es gut, Klitschko, dass er versucht zu clinchen, sich nicht auf einen Infight mit Lewis einlässt. Denn er schlägt einen ganz hervorragenden Aufwärtshaken. Und erste gute Aktion von Vitaly, der sich nicht locken lassen darf vom Weltmeister. Denn das kann auch so gewollt sein von Lewis, der so erfahren ist. Viel, viel erfahrener als Klitschko. Achtung auf die Ellbogen. Muss aufgepasst werden, dass die Ermahnung von Lou Moret dem Ringrichter. Es ist das Duell der Führungshände in dieser ersten Runde. Gute Aktion von Vitaly. Stop.
kommt nicht richtig durch mit seiner Rechten. Muss aber Obacht geben auf seine eigene Decke. Darf nicht zu viel riskieren hier in dieser ersten Runde. Verständlich, dass Vitali auch ein bisschen nervös wirkt. Zum ersten Mal steht er mit so einem Kracher hier im Ring. Er darf nicht zu viel riskieren. Was für eine erste Runde zwischen diesen beiden Giganten. Hat sich beachtlich aus der Ferie gezogen, Vitali Klitschko. Mehr die linke Hand boxen, okay? Beweglich sein. Nicht mit Gewalt reinfallen in den Mann. So ist alles okay. Du hast einmal so gut getroffen, die linke Hand. Du willst zu sehr die rechte und kommst aus. Du bist zu fest. Locker, schnell. But you're putting a lot of pressure on him. He's not used to fight that much, okay? Take your time, baby. Take your time. Get that jab. He's breathing heavy. Yeah, he's not used to fight this type. Just keep the pressure on him. He's out. He's in your battlefield. Just keep the jab. It's working good. Hier nochmal den Treffer zu sehen. Zwei gute Schlaghände von Vitali Klitschko im Ziel des Weltmeisters. Also Sie haben es gehört, Fritz Dunek, der merkt, dass sein Schützling angespannt ist, ein bisschen nervös wird. Guter Jab von Lennox Lewis. Es ist ein ganz starker Schlag von ihm. Und gute Aktion von Vitali Klitschko. Die rechte ans Kinn von Lennox Lewis. Aber er muss lockerer boxen, muss sich besser bewegen, auch im Oberkörper. Er wirkt noch etwas zu steif. Und er darf nicht so überfallartig in den Mann hineinstürzen. Das also die Ermahnung seines Trainers. Gute Führungshand von Vitali. Lewis trägt nach vorne. Gute Rechte von Vitali Klitschko. Lennox Lewis ist beeindruckt. Das war ein Wirkungstreffer. Er versucht zu klammern. Er muss nachsetzen, Vitali Klitschko. Schauen Sie, der Weltmeister taumelt. Die zweite Runde. Eine klasse Rechte. Ein Cross ans Kinn von Lennox Lewis. Hat sich wieder erholt. Gute Linke von Lennox Lewis. Und Vorsicht, reingelaufen in die Linke des Weltmeisters. Er muss auf seine Deckung achten, Vitali Klitschko. Was für ein Schlagabtausch in dieser zweiten Runde. Was ist das nur für ein Kampf zwischen Lennox Lewis und Vitali Klitschko? Erneut die Rechte, aber nicht präzise genug, dieser Treffer von Klitschko. Ein offener Schlagabtausch bahnt sich an in dieser zweiten Runde. Was ist das nur für ein Kampf? Sensationell. Beide wirken angeschlagen und müde. Beide schon gezeichnet von harten Treffern. Aber beide haben auch ordentlich ausgeteilt. Wer hat die bessere Physis? Gute Linke von Klitschko. Schöner Haken. Und Lewis versucht auszuweichen und kommt trotzdem wieder nach vorne. Was war das für eine zweite Runde? Unglaublich! Hier geht's zur Sache. Klasse! Diese zweite Runde auf unserem Punktzettel eindeutig für den Herausforderer. Er muss jetzt kommen. Er macht mehr und dann kontert sie noch.
hat es einmal sehr gut gemacht bei deinem rechten Kopf. Hier die schöne rechte noch einmal zu sehen. Und damit hat er 31 Mal schon seine Gegner bislang in der Karriere zu Boden geschickt. Das hätte es auch durchaus sein können für den Weltmeister, diese Rechte von Vitali Klitschko. Und Lennox Lewis versucht jetzt hier sofort Druck zu machen zu Beginn dieser dritten Runde. Aber beide wirken nicht mehr frisch auf den Beinen. Sie taumeln fast durch den Ring und Lewis kommt und versucht Vitali Klitschko überfallartig hier zu bekämpfen. Was ist das für eine Schwergewichtswelle? Cut über dem Auge von Vitali Klitschko, er blutet. Gute Linke von Vitali. Er muss nachsetzen. Er hat so eine starke, eine überragende Physis. Und die Antwort von Lewis, die Rechte. Vorsicht vor dem rechtsgeschlagenen Cross, das ist seine stärkste Waffe. Die Halle steht Kopf, das Publikum, keiner sitzt hier mehr auf seinem Stuhl. Es ist unfassbar, was sich hier abspielt im Staples Center in Los Angeles zwischen Lennox Lewis und Vitali Klitschko, der schwer gezeichnet ist durch die Cut-Verletzung am linken Auge. Und beide suchen das vorzeitige Ende. Aber Klitschko sieht schlecht durch das fließende Blut in seinem Auge. Er ist stark beeinträchtigt, muss aufpassen. Und beide Boxer fast ohne Deckung im Ring unterwegs. Dabei gelten beide als Boxstrategen, als so klug. Aber sie liefern sich hier auch in der dritten Runde eine wilde Prügelei. Klitschko muss sein Auge schützen. Die Führungshand hoch. Es ist kaum vorstellbar, liebe Zuschauer, dass dieser Kampf über die volle Distanz von 12 Runden geht. Die Zuschauer hier in der Halle sind wie elektrisiert. Und so sah Klitschko in der dritten Runde natürlich auch noch nie aus. Das ist auch eine neue, eine ganz andere Erfahrung für ihn. Aber er fightet, er kämpft. Er versucht alles gegen Lennox Lewis. Und beide machen auf mich nach dieser dritten Runde den Eindruck, als wenn sie schon stehen K.O. sein. Ist es denn zu fassen? Was für ein Fight! Da sehen wir es. Die schwere Augenverletzung von Vitali Klitschko. Joe Souza, ein ganz erfahrener Mann, hat Schwerstarbeit zu verrichten. Der Ringarzt kommt mit dazu, um zu schauen, ob es weitergehen kann. Okay, okay. Linke Hand und weggehen, nicht stehen bleiben. Geh zur Seite. Er kommt gleich wieder rein in diese Runde, wirst du sehen. Ein tiefer Riss über dem linken Auge. Unterhalb der Augenbraue. Das ist ein großer Nachteil, zweifelsohne. Und nicht angezeigt vom... Hier kam die Verletzung zustande. Nicht genau zu erkennen, ob es ein Kopfstoß war oder ein regulärer Treffer. Ich glaube eher, dass es ein Kopfstoß war, wenn auch unabsichtlich. Nicht geahndet und gesehen vom Ringrichter Lou Moretz.
Wir sind in der vierten Runde. Und Lewis attackiert sofort den Herausforderer Vitali Klitschko. Und beide liegen am Boden. Kein Wirkungstreffer, nein. Beide sind ausgerutscht, zu Boden gefallen. Und Klitschko wird nicht angezählt. Er hat ihn umgeschubst. Lewis hat Klitschko umgeworfen. Das wird nicht als Niederschlag gewertet. Ein verdammt hartes und ein äußerst spannendes Schwergewichtsduell zwischen Lewis und Klitschko. Aber ein sauberer Boxkampf, das ist es nun wirklich nicht. Klitschko soll die Linke bringen und sich dann aus der Schlaglinie bewegen. Nicht nach links, sondern rechts herum. Beide haben so viel Kraft gelassen in diesen ersten Runden. Wer hat jetzt mehr drauf? Die bessere Physis? Klitschko oder Lewis, der doch seinen untrainierten Eindruck machte auf der Waage? Und es wird ein hartes Stück Arbeit für den kleinen Ringrichter Lou Moret. Aus Los Angeles. Gute Rechte von Klitschko. Und er muss mitschlagen. Möglichst zuerst schlagen und dann rausgehen. Der Kampfstil von Lennox Lewis ist, das ist bekannt seit Jahren, nicht unbedingt spektakulär, aber explosionsartig überfällt er dann seine Gegner und hat so viele Kämpfe entschieden. Wirkt manchmal etwas lethargisch, aber davon darf man sich nicht beeindrucken lassen. Das Ende der vierten Runde. Nicht so oft stehen bleiben. Deine linke Hand schnell boxen, das ist wichtig. Klinge. Leo прямой. Immer wieder schön nach rechts überlegen, dass du seine rechte Hand vermeidest. Wenn er jetzt seine Rechte bringt, schlägst du deine Rechte auf der Innenbahn mit. Ganz schnell. Ja? Левый прямой, постоянно левый прямой останавливай, сейчас обидишься. Он уже тоже подзаебался. Но готов обманывать. Und gleich geht's in die fünfte Runde. Zweifelsohne, die Cut-Verletzung ist ein dickes Minus für den Herausforderer, für Vitali Klitschko. Und natürlich bleibt zu hoffen, dass der Kampf nicht wegen dieser schweren Augenverletzung abgebrochen und ausgewertet werden muss nach dieser vierten Runde. Aber auch Lewis macht auf mich nicht mehr den frischsten Eindruck. Vorsicht vor dem rechten Aufwärtshaken. Und da kommt er im Infight. Lewis versucht mitzuschlagen, aber im Infight ist er gut beraten zu klammern. Denn das ist eine starke Waffe. Der linke Haken an den Kopf. Gefährliche Schläge des Weltmeisters, die den einen oder anderen Klasseboxer schon auf die Bretter geschickt haben. Vitali noch nicht. Der verzweifelt kämpft und sich großartig hier verkauft gegen die Lichtgestalt im Schwergewicht. Das muss man sagen. Er weiß, dass es heute Abend
um alles geht. Und Lewis sucht den einen einzigen Treffer, der alles entscheiden kann. Und Klitschko wirkt schwer gezeichnet. Nicht nur, weil er blutet. Und ist noch anzumerken, dass die Kraft nachlässt. Und Lewis hat auch Probleme. Beide sind natürlich jetzt schon nicht mehr oder weit entfernt vom Vollbesitz ihrer Kräfte. Aber wer kann den entscheidenden Treffer landen, um hier dieses Duell zu entscheiden? Erneuter Versuch hier von Lewis, den Aufwärtshaken ans Kinn von Klitschko zu platzieren. Gute Rechte von Lewis. Und Klitschko muss sich besser bewegen, nachdem er geschlagen hat, aus der Linie gehen. Sonst bietet er dem Weltmeister ein gern genommenes Ziel. Beide wirken für mich in dieser fünften Runde nahezu schon so wie Muhammad Ali und George Foreman damals in der zwölften Runde. Foreman, der hier unten am Ring sitzt und für HBO diesen Fight kommentiert. Schwer, schwer gezeichnet. Stark geschwollen. Die linke Seite, die Gesichtshälfte von Vitali Klitschko unter dem Auge und über dem Auge. In dem Augenlid der schwere, tiefe Cut. It's not bleeding out there. Rechten Aufwärtshaken, wenn er kommt. Und ein Eisen hochgeben. Oh, wird er nicht schön. Eis, Eis. Eisen, ja. Vitali, спокойно. Руки на место. Пробуем. Левый прямой. Левый прямой, правый прямой. Levis Boko Frau. Gotta get up. Geh weg und dann hau die rechte mit. Aber rüberlegen. Weiterer Cut in der linken Gesichtshälfte. Die Haut aufgerissen von Vitali Klitschko. Foreman schaut skeptisch in den Ring. Er sitzt kurz vor uns. Er, der ja damals in der achten Runde gegen Ali so schwer K.O. ging. Das einzige Mal in seiner Karriere. Gute Rechte von Vitali Klitschko. Der stark beeinträchtigt natürlich alles versucht. Mit letzter Kraft hier versucht dieses Duell vielleicht doch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und die große Sensation hier heute Abend in Los Angeles zu landen. Dass er da nicht in die Knie geht, ist schon eine Sensation. Was für ein Volltreffer. Nur wer wirklich auf den Punkt topfit ist und so austrainiert ist wie Klitschko, kann solche Volltreffer wegstecken. Klitschko sieht schlecht aus. Er ist gezeichnet. Lewis jetzt ganz klar im Vorteil. Fall hat sich geschlagen. Die Haken mit der linken Hand an den Kopf oder rechts der Aufwärtshaken von Lewis.
Bei seiner Niederlage, bei seiner einzigen gegen Chris Bird, als er aufgeben musste mit einer Schulterverletzung, wurde er von den Amerikanern verhöhnt als Weichei Vitali Klitschko. Aber so präsentiert er sich heute Abend hier keinesfalls in Los Angeles gegen Lennox Lewis. Er kämpft verzweifelt um den WM-Gürtel. In einer echten, in einer großen Ringschlacht gegen Lennox Lewis. Und beide taumeln nur noch durch den Ring, diese Kerle. 116 Kilo Lewis, knapp 113 Klitschko, der schon wieder einen Aufwärtshaken einstecken muss. Und jetzt ist Halbzeit im Staples Center sozusagen. Wie sieht es wohl auf den Punktzetteln aus? Es ist offen. Vielleicht ein knapper Vorsprung für Lewis. Mit Weltmeisterbonus. Der Kampf wird gestoppt. Der Kampf wird gestoppt. Lou Moret hat auf den Ringarzt gehört, der bei Klitschko in der Ecke war. Und der Arzt hat gesagt, es geht nicht mehr weiter mit dieser Verletzung. Und so ist dieser Kampf entschieden. Lewis bleibt BBC-Weltmeister und Klitschko protestiert. Klitschko ist wütend. Er wollte weiter boxen, aber der Arzt sagt, das war's. Die Gesundheit eines Boxers muss vorgehen. Er fühlt sich verschaukelt, um den Lohn seiner Vorbereitung, seiner Arbeit gebracht. Und will es nicht glauben, dass dieser Kampf nun zu Ende ist. Eine leichte Blessur, ein leichter Cut auf der Nase von Lewis. Wir werden natürlich noch einmal überprüfen müssen, ob der Arzt überhaupt in der Ecke bei Klitschko war, der sich hier jetzt als Sieger feiern lassen will. Und wir werden das offizielle Urteil des Ringsprechers Michael Buffer erst einmal abwarten müssen. Und natürlich bemüht sind die Kollegen, genauere Informationen zu bekommen am Ring, was genau den Ringrichter bewogen hat, diesen Kampf nun zugunsten des Weltmeisters zu beenden. Im Reglement steht ein Ringarzt kann den Kampf nicht beenden. Er kann nur seine Empfehlung an den Ringrichter geben und Klitschko provoziert Lewis. Er ist richtig sauer, er ist richtig böse. Dr. Eisenfaust und sein Bruder Wladimir versucht ihn zu beruhigen. Er will sich nicht damit abfinden. Er will es nicht begreifen. Wladimir umarmt seinen Bruder, versucht ihn zu beruhigen, ihn zurückzuhalten. Lennox Lewis wird ausgebuht und Sie sehen's. Er wird als der Held, als der Champion gefeiert. Dr. Vitali Klitschko. Er will weiter boxen. Aber man lässt ihn nicht. Die Reaktionen natürlich hier aus dem Publikum, die Bilder verfolgen oben auf der Videoleinwand. Und hier werden schon die Highlights aus dem Kampf eingespielt.
Aber der Kampf ist zu Ende. Und Klitschko verlässt als Verlierer den Ring, auch wenn er sich als Sieger fühlt. Aber der Ringrichter hat den Kampf zugunsten des Weltmeisters beendet. Und ich denke, wegen der schweren Verletzungen im Augenlid von Klitschko und dem schweren Cut in der linken Gesichtshälfte, den Schwellungen, im Interesse der Gesundheit also. Das ist natürlich hart und schwer zu begreifen für den Herausforderer, der sich damit überhaupt nicht abfinden will. Ein glanzloser Triumph für Lewis ist es allemal. After six grueling rounds of heavyweight championship boxing here at Staples Center Los Angeles, the bout is called to an end. Referee Lou Moret, acting on the advice of Dr. Paul Wallace at ringside, has called a halt to the contest because of severe injuries suffered by Klitschko. The winner, officially at the end of six rounds by TKO victory and still heavyweight champion of the world.